Für die Herstellung von Brennholz ist der Holzspalter für den Dreipunktanbau nach wie vor das gängigste Gerät. Um Ihnen die Qual der Wahl beim Kauf zu ersparen, haben wir an der forstlichen Ausbildungsstätte Ort 7 Holzspalter der 20-Tonnen-Klasse miteinander verglichen. Unsere Testkandidaten kommen von BGU, Binderberger, Grovi, Kienesberger, Krippan, Posch und Uniforest. Die messtechnische Prüfung wurde von Ingenieuren an der BLT Wieselburg durchgeführt. Für die sicherheitstechnische Beurteilung haben wir Experten der SVB und der AUVA zu Rate gezogen. Der slowenische Spalterhersteller Krippan trat mit dem CV21K zum Vergleichstest an. Um den Spalter von Transport in Arbeitsposition zu bringen, wird zuerst der Hydraulikzylinder hochgefahren, dann mit zwei Schrauben und Muttern befestigt. Für den Traktoranbau stehen zwei Unterlenker und zwei Oberlenkereinstellungen zur Verfügung. Die Ölpumpe wird mit einem Übersetzungsgetriebe angetrieben und wirkt relativ laut. Der 40 Liter große Ölbehälter ist in die Spaltersäule integriert. Die obere und untere Zylinderabschaltung lässt sich mit zwei Griffschrauben einstellen. Das Holz wird mit einer dreispitzigen Kralle am linken Bedienhebel fixiert. Mit dem rechten Bedienhebel wird dann der Zylinder aktiviert. Drückt man den rechten Hebel nach oben, fährt der Spaltkeil in seine Ausgangsposition zurück. Der Fixierarm ist in alle Richtungen beweglich und wird von einer Feder zurückgehalten. Zum Spalten kleiner Dimensionen lässt sich die Kralle aber nicht nah genug in Richtung Spaltkeil bewegen. Mit 29 cm ist der Spaltkeil besonders lang ausgeführt. Dafür ist der Abstand zur Bodenplatte mit 110 cm gering. Die Senkgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar. Sowohl beim Senken als auch beim Rücklauf gehört der Krippan-Spalter zu den schnellsten im Test. Die Standplatte ist ganzflächig geriffelt, aber relativ klein. Auf der rechten Seite war die Maschine mit einem Stammheber ausgestattet. Der Stammheber dient zugleich als Schutzbügel und zur Ablage von gespaltenem Holz. Eine Nase verhindert das Wegrutschen der Scheite. Der Holzspalter von Krippan kostet laut Preisliste 3.120 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Den ausführlichen Vergleichstest aller Holzspalter finden Sie in der Ausgabe 21/2012 des Fortschrittlichen Landwirts.